Hallo meine Damen und Herren zu Part Nummer 1 des Let's Plays bzw. Let's Fights gegen Aim Bananas aka Hallo. Wengi Master. Ja. Hi. Hi. Ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt hier Wengi Master oder Aim Bananas jetzt beides nennen sollte, weil ich hatte dich ja bei dem Part 110 Wengi Master genannt. Ja, jetzt bin ich halt schon more famous, Mann, weil ich schon mehrere anonyme Namen habe. Zacko. Ja, genau. wir haben uns die Partie Napoli gegen Olympique Lyon ausgesucht. Beides 4,5 Sterne Mannschaften, beide ziemlich gleichwertig. Und wir starten einfach mal. Oh, ich nehme Pink. Ja, genau, Pink. Ich hole mir Blau, dieses schöne Baby hellblau. So, gucken wir mal, was die für eine Aufstellung haben. Maggio, wer ist das denn? Lavezzi hat 5 Sterne, genau. Jawohl! Ich habe einen mit 5 Sternen. Oh, Santana hat 4 Sterne. Den muss ich auch reinbringen. Goran Pandev, was kann der denn? 4 Sterne. Oh, ich hab sogar 2 mit 5. Ich hab noch Goran Pandev. 2 mit 5. Tatsache, ja. Ja, der, Bastos und der, Kurkuf, ja. Alter, dieser Bastos ist das Biest. Wie lange hab ich noch? Alter. Was? Eine Sekunde. Schon. Ach, Zacko, direkt. Was? Nö, ich hab mich über mein perfektes Timing gefreut. Oh Gott, bei mir hat Gargano gerade 50 Meter am Tor vorbeigeschossen. Ich hab natürlich verwandelt. Das sind natürlich gute Voraussetzungen. Ja, wohl wahr. Ah, oh, hier, ich hab Lavezzi. Ah, Mist, das hat nichts gebracht, dass ich den hab. Oh ja, so, oh! Ah. Oh, leck! Ah. Oh nee! Mann, bin ich geil! So nach 2 Minuten, er fängt ja gut an. Oh, dreh mir erstmal die Latte. War alles geplant, gell? Eigentlich war ich direkt. Voll der Arsch vom Tor, Mann. Oh. Wenn das nicht mal ein prächtiger Start ist. Oh, Mist, ich hab einfach nur vergessen, dass ich hier kein Dummier hab, weißt du? Ja. Faul. Ist ja, so, verletzt ihn direkt. Lampe. Ist ja nicht so, dass du die erste Saison bei uns komplett gewonnen hast und ich glaub ich immer abgelost bin bis auf ein, zweimal. Du hast ein Spiel nur gewonnen und 2 unentschieden, aber pfff, interessiert niemanden. Ja, du warst halt besser. Oh, komm, mach schon. Du bist doch jetzt wahrscheinlich, ich glaube, das ist das erste Let's Fight, was ich klar verlieren werde. Du hast auch schon mal 6-1 verloren. Ich meine, die Runde insgesamt. So. Ich habe gegen FIFA Discless habe ich jetzt gewonnen, wenn auch ein bisschen glücklich und gegen... Ja, okay, gegen Disconnect, ne? Ja, und gegen, wie heißt der, Gambelos muss ich ja noch das Entscheidungsspiel machen, das muss ich auch irgendwann mal machen. Und dann gegen, gegen Hero 2010 habe ich auch gewonnen. Da steht aber auch jetzt schon Staffel 2 ins Haus. Cavani. Ne, Lavezzi ist das. Ups. Aber das ist wie Cavani. Dieser Jimmy Briand, der ist gut. Der ist sauschnell. Ja, der ist auch schnell, ja. Der ist sauschnell. Deswegen habe ich auch drin gelassen, obwohl er nur 3 Sterne hat. Oh, 3 Sterne, toll. Och. Macht der, springt einfach vorbei. Ich habe weder Veliton noch Dumbia. So ein Mist. Kirkuf, oder wie auch immer der heißt. Ja, ist gut jetzt. Oh. Ah, der ist auch mal drinne. Bei Ultimate Team. Ja, neben mir ist persönlich noch nicht aufgefallen, dass man da viel einfacher Distanzschüsse macht, also Distanztreffer. Doch, also ich selbst mit meinen Krüppelspielern schieße ich Tore wie sonst einer. Also, wenn ich mal aus der Distanz zum Schuss komme. Die treffen saugut. Jawohl, Hamsik. Der ist irgendwie gar nicht mal so gut. Der müsste 4 Sterne haben, da wäre er besser. Jawohl! Oh. Ja, gewiss habe ich einen guten Goalkeeper hier. Ja, das stimmt, da hast du recht. Oh, kleine Lex. Erfreuen den Abend. Oh, Sissoko. Setzt er sich auch noch durch. Hast du Bastos auf dem rechten Mittelfeld?
Ja. Ah, hast getauscht, ja. Oh, war doch nix. Eine rote Karte. Mindestens. Oder rosa Karte. Ja, die Farbe passt nicht dem Trikot an. Ja. Dossena. Oh. Ich glaube, ich... Noch ist es jetzt ausgeglichen aus, bis auf dein 1:0 da. Das ist aber auch richtig geil. Ja, holen wir doch noch Reveillère. Der ist gut, irgendwie, der Reveillère. Ja, den habe ich beim Ultimate Team. Den finde ich gut, den finde ich richtig gut. Keine Ahnung warum, aber den finde ich gut. Foul! Hallo? Lex, Mist, massive Lex. Aber von Fraps her. Ah! Nein! Oh! Passt dir dem genau in den Fuß? Das gibt's nicht. Hat er erahnt. Ah. Oh, Cavani. Nein. Ich weiß gar nicht, der Cavani hat gar nichts drauf. Oh, nee. Schau, das gibt's ja nicht. Mann, das ist ein langweiliges Tor. Ja, das stimmt. Nur weil der Torwart da nicht im Tor war. Ja, warum geht er auch raus, ey, so ein Spasti? Okay. Oh, da komme ich irgendwie nicht durch. Oh, komm schon. Hol dir das Ding. Nein, warum will da keiner ran? Ah, oh, ich hab doch zu. Oh. Ja, fang hier an zu tricksen, wenn du hinten liegst. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, Auge. Was macht der denn da? Ich dachte, das gewollt war hier. Was gewollt war? Diese coole Annahme. Die war nicht gewollt. Also zumindest, was war denn da für eine Annahme? Ich habe gar nichts gesehen. Auf jeden Fall irgendeine wirkvolle. Echt? Habe ich nicht gemerkt. Ja, du kamst ja vorbei. Sonst hätte ich natürlich den sofort gehabt, ne? Alter. Ja, jetzt leckt's natürlich, ne? Ist klar. Wo soll ich denn da lang? Da ist ja was, da war frei. Oh, Cavani kommt nicht mal zum Kopfball. Das müsste eigentlich ein Kopfball-Ungeheuer sein. Jetzt wollte ich ein Opfer sagen. Spricht für dein Team. Müsste eigentlich ein Opfer sein. Alter, Michel Bastos, jawohl. Da wollte er zu viel. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Gonalon im Team habe. Oh, warum ist der so langsam? Ja, Gonalon. Aber den wechsle ich immer, Gonalon, den wechsle ich immer aus und hol Ederson rein. Oh, ja, den habe ich auch auf der Bank. Ja, the flag was up. Ganz klar, abseits. Oh, laber nicht. Das war nur ganz knapp. Na, man kann auch mal irgendwann einen Pass richtig machen. Och Gott, ah. Nee. Was hat denn der für einen schlechten Schuss? Ja, deswegen auch nur 4,5 Sterne. Okay. Die sind zu schlecht. Mich würde mal interessieren, wie der Cavani insgesamt ist. Irgendwie ist der, finde ich, nämlich nicht so gut. Der hat 86er Bewertung, aber ist irgendwie nicht so gut. 86? Ja. Boah, gritscht rein. Ja, ich kann's halt. Wenn er jetzt verletzt ist, ne, dann höre ich sofort auf. Mach doch. So, ich mache jetzt mal kurz Aufnahmepause, damit ist er jetzt kurz für die Halbzeit. Oh, ich wechsle mal kurz wen aus. Ja, ich brauche niemanden auszuwechseln. Da sind wir übrigens wieder. Ich musste nur für die Halbzeit kurz mal Päuschen machen für meine Grafikkarte. Weil die ja irgendwie immer noch spinnt. Dieser Pandev, den werde ich später mal noch einwechseln. Ja, können wir weitergehen. Hamsik 84, ja. Jo, bei mir auch. So, Ederson für Gunnar Lohr.
wie wir es schon gesagt haben. Ja. Ich hatte nicht so viel Zeit zu gucken, wie viele Sterne er hat. 4. Ja. Ja, ich meinte, Ederson wusste ich bloß, wusste nicht, wie viele der Gunnar hat. 3 oder 2. 3. 3 oder 2, ja. Oh. Boah. Hatte ich ins Nähere grätschen lassen. Zack. Und jetzt Flanke. Pass auf. Sissoko. Oh, nee, da steht er noch. Ah! Nein! Ja, keine Ahnung. Von so einem Spiel mit so einer Qualität erwartet man schon, dass er drin ist. Oh, der hätte durch die Beine gehen sollen. Hätte ich aber auch gesagt, dass der drin sein muss. Nein! War falsche Richtung bestimmt. Boah. Warum macht denn der keinen Trick? Der hat doch Trick 17 gemacht. Er hat nur einen Stern. Der hat doch extra Trick 17 gemacht, aber irgendwie wollte er den nicht. Boah. Ja, also normalerweise hält man den fest. Normalerweise, aber der war Cavani. Der war Cavani. Ja, ein geiler Schuss, muss man schon zugeben. Guck mal, oh, unhaltbar. Ja, aber echt. Oh, Lavezzi beim Eckball. Nee, ich hol meinen Dossena. Ich pack meinen geilen Eckball aus. Boah! Ey. Das wäre jetzt noch was gewesen. Voll unfair. Wieso? Keine Ahnung. Ach so, Hauptsache mal gesagt. Ja. Oh nein. Mach doch was. Was ich will, nicht das, was der Controller sagt. Ja, jawohl. Ja. Einfach mal dran vorbei. Oh, das gibt's doch nicht. Komm mal schon. Nee, abseits. Nein! Mist. Der ist durch. Jawohl, gute Idee, dahin zu flanken. Ja, freilich. Wäre dieser Fallrückzieher nur drin gewesen? Ja, war klar, dass er einen Fallrückzieher macht. Er muss natürlich da diesen Weg blocken. Ganz klar. Ja, vor allem. Oh, das gibt's ja nicht. Ball weggegrätscht. Oh, schade. Das klappt nicht immer. Toll, der hat keine Fitness mehr. So, jetzt. Am Sieg. Oh, was macht denn der? Sicher. Ja, hauptsache mal weggeboxt. Oh, ist klar. So. Ja, ist rote Karte. Karte? Gar nicht. Oh. Nein. Ja, oh, leck. Wenn ich das mache, klappt das nie. Jawohl. Gelegt. Da wäre ich vorbei gewesen. Ist das eine Schiedsrichterin oder? Ah, ne. Ich hab schon gedacht, das wäre die Steinhaus. Die Frau Steinhaus. Schau uns das mal an. Oh, ey. Das muss eine rote Karte geben. Ist sie drüber gesprungen? Kann ja auch. Es ist ein Freistoßtor, ganz klar. Eh nicht. Packst den Ball nicht mehr bis zu mir. Bis zu meinem Spieler hier vorne. Ah, zu stark, glaube ich. Ja, sowieso. Und zu weit daneben. Viel zu weit daneben. Ja. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Ja, üb das mal noch. Ich will nämlich der allerbeste sein. Wie Ash Ketchum. Ash Ketchup. Fall rückt sie ja raus. Oh, doch. Warum macht er. Warum köpft der? Ist der behindert? Was er dann sonst machen soll? Ja, irgendwas Cooles. Was spektakulär aussieht. Scorpion Kick. Ja, genau. Jetzt machst du schon nochmal Rabona bestimmt. Nein, Rabona Fake. Oh, kriegst du noch, jawohl. Oh. Bei mir bringen die Tricks irgendwie im Moment gar nichts. Alter, gestern war ich sau schlecht. Gestern habe ich einfach meine ganze Statistik kaputt gemacht. Liga 3, Liga 4, Liga 5. Bist du Liga 5 jetzt abgestiegen oder was? Ja, so gut wie. Noch ein Spiel fehlt. Noch ein Spiel könnte alles entscheiden. Also ich bin gestern oder vorgestern in Liga 2 aufgestiegen.
Ja, einfach nur, weil ich die Liga total gerockt habe. Ich bin einfach viel zu oft abgestiegen. Nee, ich bin nur einmal bis jetzt abgestiegen. Ich glaube, ich 8-mal. Was? Ja. Alex, Mist. Ja! Ja! Oh. Super! Mann, was hast du so viele Verteidiger? Voll unfair. Immer mal weg. Vor allem rücken die auch noch nach. Ups. Oh, was macht denn der? Ah, gut. Ja, ich hab ihn dir wiedergegeben, weil ich so fair bin. Ja. Was macht der? Ja, du hast einfach keine Chance. Muss immer von ich komm anders nicht aufs Tor. Ja, ich weiß, ich sehe das schon. Das Bollwerk steht. Und jetzt pass auf, Konter. Oh. Ja, pff. Also einen macht man auch schon mal rein, ne? Ja, wenn man einen ordentlichen Kopfballschützen hat. Ah, du hast ja gesagt, er ist ein Kopfballopfer. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Verdammt. Komm, gib Gas, Lavezzi. Du bist doch viel schneller als der. Oh. So, jetzt stell dich einfach mal auf sehr offensiv. Na, oh, falsch. Nein. Falsch Richtung, ja. War das geplant? Nein. Der hat keinen. Das haben wir aber ganz danach raus. Er hat keinen Rabona gemacht. Gleich auswechseln. So einen willst du nicht im Team haben. Ja. Ab 2 Sternen macht der Rabona, aber er wollte nicht. Also FIFA hat die Skill, würde sagen, Hans Seipal kann ein. Ja, kann er ja auch. Nein. Zum Glück steht's nur 2-0. Noch. Oh, das ist mal krass jubeln. Geiler Jubel. Ah, jetzt passiert mal was. Mann, ist der hässlich. Mit dem schieße ich nie wieder ein Tor. Mit dem habe ich mein erstes Hacken-Freistoß-Tor geschossen. Ja? Ja. Oh, was macht denn der da? Oh. Was? Das war ganz schön cool, dass du da mit der Seite hochgehalten hast. Ja, ich weiß. Das cool. Oh, das gibt's doch nicht! Ja, ey. Toll, es ist. Oh, jetzt hab ich schon keine Lust mehr. Yeah! Voll chillig, ey. Ey, chill, Alter. Chill, Digga, ne? Jetzt pass mal auf, wie ich hier einfach durchrenne. Was ja, guck mal, hier so ein dilettantisches Abwehrverhalten. Das war klare. Das war einfach eine Vorlage. Das habe ich genau geplant. Okay, das, der erste Trick war nicht ge- Ah, jetzt hier, pass auf! Oh, wäre ich durch gewesen, ganz klar. Ist klar, ne? So, direkt mal Revanche. Das war unser erstes Spiel in Saison Nummer 2. Erste Niederlage für mich. Minus 2 Torverhältnis. Immerhin habe ich noch ein Tor geschossen. Ja, dann ziemlich bitter. Sieht das Ganze nicht so trüb aus für mich, sagen wir es mal so. Ja, und dann bedanke ich mich eigentlich mal bei dir für den Part Nummer 1. Hoffen wir auf weitere spannende Parts, würde ich mal sagen. Oh, natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.